So, hier ist Nacht. Es fährt keine Sau. Da nachts mit dem Porsche durch. Nur geil. Ja, wat ab? Wir gucken. Wir sind sogar auf der richtigen Straße. Sorry, ich hab's eilig. So, wir parken hier. Die Parkgebühren sind teurer wie das, was wir verdienen werden, aber egal. So, zweimal Pommes, zweimal Burger. Ja, wir sehen ja gleich, was die VK-Preise sind. Nur die Roh. Stellen das einfach mal da drin ab. Das hier sollen Getränke sein. Wir haben doch Getränke, warum füllten da die nicht auf? Die Pommes füllt er auf, die Burger hat er aufgefüllt, jetzt hat er die Getränke auch aufgefüllt. Okay. So, dann gehen wir in den Bissmann und gucken mal, was wir hier für Preise haben. Also, die Pommes hatten wir gesagt, kosten. Eins, acht. Die gehen bei mir schon mal für 2,10 Minimum. So, na, vielleicht sogar 2,20. So, dann die Burger. Die kaufen wir ein für 2,02 $. Also machen wir hier mindestens mal 4,40. Die Getränke verkaufen wir. Wir sind schnell im Biss für 3,50. Bin sogar am überlegen, 2,30 mal zu testen. So, dann haben wir auch die Tüten damit reinkalkuliert. Das machen halt zu wenige. Dann würde ich sagen, machen wir hier morgen auf. Wo haben wir unseren Fresh and Fast Zeitplan? Wir machen auf Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, wie auch immer. Und morgen machen wir auf. Ich weiß nicht genau, wann die meisten Kunden kommen. Ich würde mal sagen, so ab 15 Uhr. Bis nachts um 12. Machen wir ab 14. So, also heißt 14 Uhr müssen wir wieder hier sein. Ist ja gerade ums Eck. Können wir fast laufen. Upsa. So, und wir haben keine Ahnung, was die Kunden von uns wollen. Deshalb machen wir das einfach so. Okay, wir schlafen bis morgens um 8. Irgendwann. Muss ich noch ganz schnell so ein bisschen Freude. Sonst rennen mir die Mitarbeiter weg.
Ja, ich glaube, das passt. So, dann essen wir noch was, weil blöderweise können wir im eigenen Laden nichts essen. Mein Auto nehme ich nur mit, weil es hier mehr Geld kostet, also wenn ich es dort park. Ich bin gerade am Überlegen, kostet es hier überhaupt Parkgebühren? 5 Dollar, ist okay. So. Dann mal ab in unseren eigenen Burgerladen. Wann machen wir auf, hatten wir gesagt. Um 14 Uhr. Das heißt, wir haben noch 14 Stunden Zeit. Das war jetzt schlecht. Wir sind viel zu früh da. Ich glaube, wir pennen noch ein bisschen im Auto. Wir brauchen für die lange Schicht ja Luft. Wir schlafen im Auto bis 13, 16. So, selbst zuweisen. Und dann lassen wir mal die Zeit schneller laufen. Und wenn die ersten Kunden kommen. Böden sind hässlich. Erstes Feedback. Wir haben keinen Platz zum Hinsetzen. Zweites Feedback. So, wir ziehen da jetzt mal 10 Stunden durch. Guck mal, was der in eine Tüte packt. 3 Pommes, 4 Pommes. Also, ich habe das Gefühl, die haben da schon was gemacht. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht genug. Also keiner meckert über den Preis. Die sagen, der Boden ist blöd. Die sagen, keine Musik. Die finden die Kasse nicht. So, da war irgendwie gerade mal ein Kundenloch. Wieso bin ich denn so mies drauf? Also irgendwas hier seltsam. Obwohl wir noch so viel Energie haben hier, fehlt's hier. So, gerade mal hier sauber machen ein bisschen. So, da haben wir es sauber. Dann das Ding wieder hier rein, beziehungsweise. Hallo? So. Abrechnung. Wir haben Umsatz gemacht 592,60. Wir haben Miete 85 Dollar, was extrem teuer ist. Wir haben Pommes, Burger und Dinge eingesetzt für 239. Das heißt, wir haben momentan ungefähr Verdopplung von den
Ausgaben als Gewinn. Wir brauchen jetzt, wenn wir Personal wollen, den billigsten Mitarbeiter, den wir kriegen können. Und mehr, was wir anbieten. Das wäre jetzt die nächste Überlegung. Was haben wir denn überhaupt noch auf Lager? Also, wir haben noch jede Menge Pommes, wir haben noch jede Menge Papiertüten, wir haben noch ein paar Burger. Die reichen definitiv noch für einen Tag und die Getränkedosen reichen auch noch für einen Tag. Wegen dem bisschen im Auto schlafen ist er so down. Das ist unglaublich. Weißt du, die Parkbank ist okay, aber das Auto ist gleich mal. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Malus, weil du keine Wohnung hast. Aber nö. Nice. Im Auto pennen ist also. Ich finde im Auto pennen besser wie auf der Parkbank, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Jo, am nächsten Tag sollten wir so timen, dass wir dann nicht im Auto pennen. Wir schlafen. Müsst übrigens mal gerade meinen Börsenmakler anrufen. Das ist auch immer geil. Neue Kapitalanlage. 330.000. Bestätigen. Ich würde ja gern noch was essen, weil ich Angst habe, dass ich dann auf der Arbeit Hunger krieg. Mehr als ich müsste, aber was will man machen? Also ich habe auf der Parkbank gepennt. Da steht schlafen. Ja, wollte ich auch schon immer mal sagen. Hubdummer. So. Zweiter Tag. Wir haben sauber. Auffüllen tut er ja von sich aus. Wir weisen uns mal zu und warten, dass Kundschaft kommt. Was ist hier neben überhaupt los? Na, ich kümmere mich wieder um nichts, aber passt schon. Wir machen das jetzt mal. Die werden schon nicht pleite gehen. Aber es könnte sein, dass Leute kündigen. Weil ich bin nicht besonders happy. Kommen irgendwann mal Kunden? Pause, pa 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 Pause, 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 Pause. Wieso hat er gerade rumgebackt? Ich wäre nicht zugewiesen. So, also sie haben Probleme.
die Wände scheußlich sind, dass der Boden scheußlich ist, dass wir nichts zum Hinsetzen haben und dass keine Musik läuft. Also das gleiche wie in jedem Laden. Oh, das wird eine enge Nummer. Was machst du? Du machst keine Werbung? Ja, ich mache auch keine Werbung. Ich habe einfach nur eine gute Lage. Die rennen mir hier die Bude ein. So, das Problem ist, wir haben jetzt Hunger und deshalb werden wir schneller Energie verlieren. Wir müssen zusehen, dass wir was zu essen kriegen oder ins Bett kommen. Aber es ist ja zum Glück um die Ecke, wo wir wohnen. Also Aufi nach Hause. Tja, dann ist irgendwas richtig bei dir, Skaff. So. Wir schlafen mal 8 Stunden, dann dürfte er wieder fit sein. So, nur damit die anderen nicht kündigen. Jo, dann fahren wir mal schnell zum Großhändler. Und mit schnell meine ich schnell. Also um an roten Ampeln zu warten, hast du da nicht wirklich Zeit. Das ist der anfängliche, wir sind Unternehmerstress. Wir sind selbstständig Stress, meine ich. Warum bremst der da und nicht da? Drecksack hat mich ausgebremst. Pure Absicht war das. High Interest, High Payer. Jensen Capital, High Interest, macht der Werbung. Hohe Zinsen. So, wir brauchen Stopp. Wir brauchen. Haben wir einen Sackkarren? Ah, nö, dann brauchen wir einen Sackkarren. So, wenn wir Shift drücken, können wir auch im Haus schneller rennen. Wir holen mal 3 Pommes. Die sind übrigens nicht aufgeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Und die Burger auch nicht. Machen wir 3 Burger. Und dann machen wir noch eine Papiertüte. Und noch 2 Getränke. Gut, das sind 10 Kisten. Das kriegst du normalerweise nicht in dein Auto. Müsstest also ein bisschen abspecken. Oh.
Wir schaffen es nicht. Und vor allem habe ich Hunger wie ein Tier. Wollte eigentlich noch eine Box holen. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist schade, dass du bei Ikea nichts essen kannst. Sonst wenn wir da jetzt rein hätten, was gegessen hätten, eine Box gekauft und wenn dann auf Arbeit. Ich glaube, ich muss hier ab. Ja, ich bin wieder zu weit gefahren. So, wir lassen uns einfach mal nicht nervös machen. Wir nehmen eine Sackkarre, eine Pommes, einen Burger, eine Papiertüte, eine Getränkedose und rein da. Na komm, alles da rein, eine Sackkarre stehen lassen, dann an die Kasse und los geht's. Aber das wird nichts, wir haben nichts zu essen, ey. Ja, wie viele Kunden haben wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. 81 an Tag 1, 71 an Tag 2. So 9 Kunden haben wir aktuell, aber wir haben ja auch alles noch nicht optimiert. Es ist dreckig. Wir haben keinen guten Kundendienst, wir haben kein Interieur. Also wenn ich sehe, was der halt in eine Tüte packt. Das, was wir machen, eigentlich okay. So, aber es meckert keiner über die Preise. Also gehen wir hier hoch auf 2,4. Dann hier auf 4,5. Warum kann ich das nicht anklicken? Dann hier mal auf 3,6. Es gibt alles Mögliche. Wir haben mittlerweile 10 Geschäfte und hier will ich gerade mal gucken, dass wir mal zeigen, wie man so einen Fastfood-Laden managt. Also die meckern immer noch nicht über die Preise. Wir sind überall 10 Cent aufgeschlagen. Blöderweise habe ich jetzt durch den Einkauf einiges an Nahrung hinter mir gelassen. Was mich sehr ausgehungert hier arbeiten lässt, was mich jetzt wahrscheinlich ziemlich fertig macht. Guten Morgen, USD-Elite. Und hallo auch Marvs. Oder Marv? Marv heißt, glaube ich. Ja, so, und da sind wir fertig mit Welt. Ja, dann hat er halt keinen Mitarbeiter. Zum Glück fahren wir schneller als wir laufen. So, das ist meine neue Wohnung hier. So viel ist passiert, seit das letzte Mal hier warst. Wir haben sogar Wohnung mit Tiefgarage. Komm schon, please. Gebäude betreten. Das ist jetzt das Problem von den weiten Wegen. So, hat er sich wieder erholt? Wir hungern noch ein bisschen. Bei mir sind die Gehälter um die 120 Dollar für die Anwälte.
So, 2 Stunden Fernsehen, dann mal schnell kontaktieren den guten Jensen Capital. Es ist Sonntag. So, wir müssen 180.000 anlegen. So, nahezu wieder voller Energie. Fast, nicht ganz. So, jetzt können wir was essen. Sind wir richtig fit, ausgeruht und satt gegessen für unsere nächste Schicht. Ich hoffe, heute haben wir einen ganzen Tag offen. Ups, aus dem Auto kommst du ratzifatzi da raus. Finde ich interessant. Zu Fuß war es ein Kampf. Ups, sorry, das war nicht gewollt. Ich ruiniere dabei noch mein Auto hier. What? Ich habe mich gerade umentschieden. Ich parke da drüben. Das ist ein anderes Stadtgebiet. Und da kostet Parken nur 5 Dollar. Ja, ich bin geizig, was das angeht. Gib mal die Kiste Getränkedosen, die nehmen wir mal mit. Der Laden ist dreckig wie Sau, den müssten wir sauber machen, aber wir haben keine Zeit zu. Denn wir müssen bedienen. So, wir können es ein bisschen leichter machen und zum Ende der Schicht spulen. Dann wird es kalkuliert. Ist dann, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Dann kann er sich nämlich nicht rumbacken und bedient, glaube ich, die Leute ein bisschen schneller. So, dann machen wir mal wieder sauber. Wird echt mal wieder Zeit. Hier sah es ja aus wie bei Hempels unterm Tisch. Also die Tiefgaragen, die sind nur dafür da, dass man besser einen Parkplatz findet und die sind schweineteuer. Die sind echt schweineteuer. Also man sieht es ja an meiner Miete, die ich da zahlen muss. Aber ich meine, wenn ich halt 70.000 verdiene, kann ich die Miete auch zahlen. Ich hätte einen Sackkarren mitnehmen sollen. Habe gedacht, wir hätten einen Auto. So. Also das wäre im Prinzip so der erste Step, den man macht. Man macht den Laden einfach selbst am Anfang. Dann macht er auch schon mal Gewinn. Ist halt ein echtes selbstständiges Unternehmen, sage ich mal. So, gucken wir mal rein, was er gemacht hat. Der Fresh and Fast. Der macht Rekordumsätze von fast 400 Dollar am Tag und ich spiele hier ja wie gesagt auf sehr schwer. Also ich bezahle ja für alles mehr. Da wäre also noch mehr rauszuholen, wenn die Preise billiger wären, die ich bezahlen müsste, wenn ich die Ware einkaufe. Ich meine, ich hätte irgendwo mal gesehen, Burger für 87 Dollar auf einem normalen Spielstand oder Mittel. Und hier bezahlen wir ja 2 Dollar. Also allein da wäre schon viel mehr Geld drin.
Und jetzt müssten wir halt überlegen, wo hatten wir denn die meisten Kunden? Von der Uhrzeit her. Und das ist eindeutig zwischen 21 Uhr und 16 Uhr. Da haben wir die meisten Kunden. Also da haben wir sogar mal 15, das ist die Höchstzahl erreicht. Weil wir können definitiv nicht so lange öffnen, wie wir hier öffnen. Also wir müssen praktisch gegen Abend so ab. Ja, wo sind wir hier? 15 Uhr. Gucken ein bisschen schräg drauf. Wir probieren es am nächsten Tag mal so und gucken einfach mal, was dann geht. Dann machen wir erst um 16 Uhr auf, dann haben wir auch viel mehr Zeit und dann können wir mal eine Box besorgen. Weil das Problem von den großen Läden ist halt, du brauchst viel mehr Dinge, Fritteusen, Burgerbrater, Kassen und so weiter, damit du auf die überhaupt Kapazität kommst, wo du hin willst. Und bei so einem kleinen Laden kannst du halt mit einfachen Mitteln schon die Maximalkapazität von 15 pro Stunde erreichen. Jo, ab in die Wohnung. Erstmal was essen. Warum ist der dann schon wieder so mies drauf? Fernsehgucken fehlt. Gut, haben wir am nächsten Tag haben wir mehr Zeit, um Fernsehen zu gucken. Wie viel Strafzins haben wir wieder gezahlt? Das Einzige, was mich interessiert. Boah, 4.500. Also mit anderen Worten, ich zahle momentan mehr Strafzins, als mir der Burgerladen hier jemals einbringen wird. Und ich habe 1,2 Millionen auf dem Tagesgeldkonto, beziehungsweise in meinem Vorliegen mittlerweile. Noch 2 Tage, dann kommen Steuern. Und dann wissen wir, was wir wirklich an Gewinn gemacht haben. Bin ich mal gespannt, ob ich dann die Millionen wieder abgeben darf. Das ist zu lang. Das ist mein Problem momentan. Ich muss happy sein, sonst kündigen bei mir Mitarbeiter. Das ist ein echtes Problem. Das hast du ja normalerweise nicht. Schaffe ich nicht. Die Zeit läuft viel zu schnell. Jetzt läuft die Zeit gerade zu schnell. Deshalb halte ich auch nicht an roten Ampeln. Ja, wenn Leute sagen, du fährst ja immer bei Rot, ja, soll ich da 7 Ingame-Minuten stehen oder was? Ja. Und dann ist der Laden nicht besetzt und dann gibt es Probleme. Ich komme ja schon. Stopp, bleib da. Wollte eigentlich eine Box kaufen gehen, ich kam nicht dazu. Wir müssten eigentlich zumachen, damit ich einkaufen gehen kann. Aber wir können uns auch einfach mal einen Mitarbeiter suchen. Wir wissen ja, dass wir so $400 haben. Wir machen 8 Stunden auf, also darf ein Mitarbeiter Maximum. Wir müssen eigentlich einen finden, der für $20, also höchstens, bei mir ist es ja noch teurer wie bei auf normal, also ich muss einen finden, der, wenn geht, unter $30 die Stunde will.
Das Schöne ist, ich dürfte jetzt Kleidungsläden aufmachen. Das ist mein 10. Laden. So, sind wohl irgendwie Lieferungen gekommen. Es ist 12 Uhr, alles geht wieder aus und wir haben irgendwie 51.000 verdient an dem Tag. Aber das Wichtigste ist ja, was haben wir in dem Laden verdient? Da gucken wir dann hier rein. Am Tag, das war gestern, haben wir, puh, ja. Also mit 8 Stunden wird das schon knappe Nummer. Aber wie gesagt, ich spiele ja auch auf dem Level. %130 Lohn, 130% Einkaufspreise. Das sind ja schon mal überall 30%, die man auf einem normalen Schwierigkeitsgrad in der Story sparen kann. Und ich mache trotzdem Gewinn. Ich muss halt selber drinstehen. Ich kann kein Personal anheuern. Zumindest nicht auf schwer. Und ja, andere Geschäfte machen mehr Gewinn. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. So, was könnte ich mir jetzt einfallen lassen, wenn ich sage, ich will trotzdem mit dem Laden Gewinn machen? Ich könnte mir überlegen, was hat eine hohe Gewinnspanne? Hallo, Dragnot. Wenn ich überlege, welche Nahrung hat eine hohe Gewinnspanne, gucke ich natürlich auf die VK-Preise. Und da ist Pizza bei $20 und Salat bei $12. Da steht einer auf meinem Parkplatz. Geht das schon wieder los? Wegen? Wegen was muss ein Patch her? Also, morgen ist ja Mittwoch. Da machen wir mal einen Tag zu und machen mal einen Einkaufstag. Oh, der ist sogar zu, der Mittwoch. Warum ist der Mittwoch eigentlich zu? Ist das schon eingestellt? Also normalerweise kostet Pizza $20, wenn du die einkaufst bei der Konkurrenz im Laden. So, schlafen wir uns mal aus.